Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute, wie ich mit meinem neuen Golden Curl Glätteisen Locken mache. Ich habe ganz am Anfang ein Hitzeschutzspray aufgetragen, und zwar das Redken Iron Shape. Und jetzt locke ich meine Haare. Ich habe Strähnchen abgeteilt und locke jetzt den Pony einzeln. Das heißt, ich nehme kleine Strähnchen und drehe das Glätteisen nach außen. Nach außen und wegziehen. Das hat mich selber überrascht. Das war das erste Mal, dass ich das verwendet habe. Und ich finde, die Locken sehen prima aus. Und das ging gleich beim ersten Mal. Das hat mich echt überzeugt. So, jetzt teile ich eine breitere Strähne ab. Vom Oberkopf bis zur Seite runter. Also ich habe ja einen Undercut. Und nehme die komplett in mein Glätteisen rein. Und drehe es auch nach außen. Und ziehe es dann raus. Da gefällt mir der Ansatz nicht, dann mache ich es jetzt hier nochmal ein kleines bisschen. Ich mache dieses Mal alle Haare in die gleiche Richtung, das heißt, ich drehe das Glätteisen immer nach außen, weil ich möchte, dass die Locken ziemlich gleichmäßig aussehen. Das seht ihr jetzt auch gleich. Nehme ich wieder die ganze Strähne und drehe es wieder nach außen. Ich habe auch andere Videos in der Playlist, wo ich andere Arten von Locken mache, wo ich es nach innen und nach außen drehe. Da könnt ihr euch gerne den Unterschied mal anschauen. Wichtig ist, dass ihr einfach einen Haarclip benutzt und euch Strähnchen abteilt, sonst ist das alles viel zu durcheinander und klappt auch nicht so gut. So, wieder mit Glätteisen rein und nach außen. So, jetzt muss ich mal schauen, wie weit ich noch nach hinten mache. Ziemlich am Ende nehme ich da die Haare nur, weil ich am Oberkopf kein Volumen kreieren möchte. Ich möchte nur die Enden gelockt haben. So, jetzt ziehe ich den Rest der Haare richtig hin, so wie ich möchte, dass sie auch sitzen. Und in der Zeit sind meine Locken auch ausgekühlt. Das ist ganz arg wichtig, damit die Locken nicht zerstört. Dann nehme ich mein Stylista Big Hair Spray, das ist von L'Oreal. Sprühe das auf meine ganze Locken drauf und öffne sie dann leicht mit den Fingern. Ich kämme sie nicht mit einer Bürste oder mit einem Kamm durch, sondern mache das nur mit den Fingern, damit ich da wirklich nichts zerstöre. So, und jetzt sieht man schon, ich habe leichte Locken, leichte Wellen gemacht, die ziemlich gleichmäßig alle nach hinten gewellt sind. So, und durch dieses Styling Spray am Anfang, das Redken Iron Shape als Hitzeschutz, halten die Locken wirklich auch den ganzen Tag. Teilweise sind die am nächsten Morgen sogar noch drin. Das finde ich wirklich richtig super. Mein Haarreif, den ich hier auf habe, der ist von ASOS, auch aktuell. Ich kann mal schauen, vielleicht finde ich den Link auch, dann setze ich ihn euch auch unten rein. So, jetzt zeige ich euch noch eine Alternative. Zu meinem Oberteil habe ich mir überlegt, könnte man auch den Schal, ich glaube, der ist als Gürtel gedacht, als Haarband benutzen. Dazu binde ich das einfach von hinten nach vorne um, mache dann zwei Knoten rein. Oder drei. Damit es vorne so einen richtigen dicken Bobbel gibt, weil ich finde es einfach, dass es zu dem Outfit voll gut passt. Binde die Enden nochmal drumherum, dass man die nicht mehr sieht. Und fertig. So, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüssi!